Man sieht mir an, es gab heute Nudeln, ne? Und gestern. Und vorgestern. Scheißchen, ja. Ja, da will man mal souverän wirken, hä? Und dann gibt's ja Stuss dabei raus, ne? So. Okay. Greenscreen ist einigermaßen funktionstüchtig, aber da gebe ich keine Garantie. Ja. Heute möchte ich mal ein bisschen was anderes testen. Es kam ein kleines Update, aber da ging es nur um so Online-Gedöns, ne? Hate-Quitter und sowas. Das heißt aber dooferweise in fast jedem Sportspiel, ja, also Leute, die merken, dass sie vors Maul kriegen und dann einfach aus dem Spiel rausgehen. Das Blöde ist, dass es vor dem Update so war, dass du als derjenige, der fair weitergemacht hat, am Ende der Gearschte warst, weil du wurdest dann auch rausgekickt und dir wurde das dann als Niederlage gewertet, ne? Ja. Noch ein Grund, also um dem ganzen Ärger aus dem Weg zu gehen, deswegen warte ich ja auf einen Karrieremodus, einen Offline-Karrieremodus. Alles andere, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Ah, so, das Bummelchen schmeißt ich jetzt mal so in den Kampf. Das Blöde ist, also ich habe das mal gemerkt, wenn du jetzt eine Weile nicht das gespielt hast, musst du erstmal dich wieder an die Steuerung gewöhnen. Und ich habe gelesen, die haben da irgendwie mit der Steuerung irgendwas. Oh, wir werden es erleben. Jetzt gibt's richtig in die Fresse. Denn ich will mal den hier probieren. Canelo Alvarez. 1,73. Und wir suchen uns jetzt mal einen aus, der ein bisschen größer ist. Der ist 1,86. Auch schon wieder Rohkohl. Oder warte mal. Ah, die haben das geändert, ne? Vorher konntest du da die Gewichtsklassen ein bisschen rumswitchen. Da hatte ich einen anderen gehabt. Der. Naja. Ja, ich brauche einen. Naja. 1,80. Ja, nehmen wir den. Ja, guck mal, ja, die Reichweitenvorteile sind klar. Und wenn man hier drauf drückt, sehe ich hier vom Gegner, was er für was er für Werte hat, ne? Vitalität, Ausdauer und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das. Ich würde das gerne mal vergleichen mit dem, den ich habe, ne? So, jetzt. Und dann, ja. Vergleichen müsste man die jetzt so können, ne? Den will ich jetzt haben. Das ist der, den ich jetzt mir ausgesucht habe. Merkmale. Wenn ich jetzt weiterklicke, sehe ich jetzt hier die Werte bei der Gesundheit, Gesundheitsregeneration und sowas. Sieht alles soweit eigentlich ganz gut aus. Die Ausdauer auch. Kraft für die linke Hand, Kraft für die rechte Hand. Jabs, Haken. Im Haken und Aufwärtshaken scheint er über gut zu sein. Kinnresistenz, Mut, Blockengesundheit, Blockenregeneration. So, Körpertherapeut. Die Merkmale. Der Schaden durch Punches gegen den Körper steigt um 15%. Das ist nämlich auch das, was ich mir eigentlich auch gedacht habe. Nämlich dadurch, dass ich jetzt einen kleineren Boxer nehme, muss ich ein bisschen mehr auf die Reichweite achten und ein bisschen mich kleiner vielleicht machen, als ich ohnehin schon bin. Und vielleicht mehr Körpertreffer landen. Ne? So. Dann, nächstes Merkmal, zurückkommen. Wenn du außer Atem bist, erhöht sich deine Ausdauerregeneration um 20%, bis du wieder normal atmest. Und das ist auch gut, Granitkinn. Die Chance, einen plötzlichen K.O. zu erleiden, sinkt um 25%. Läuft. Der an der Deckung verursachte Schaden steigt um 5%. Okay. Okay, hier sind nochmal die Statistiken. 58 Siege. 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Halbschwergewicht, 1,73 groß. 169 lb.
Also das sind amerikanische Pfund. Da fehlt mir noch die Umrechnung in Kilo, ne? Das ist ein bisschen schwierig. So, und wir haben jetzt, genau, wir nehmen den und wir suchen uns jetzt mal den hier. Den hatten wir uns ja schon ausgekiekt. Ja. Ja, als Nicht-Berliner mal so ein Ding rauszuäumeln, ja? Da muss ich selber lachen. So, gut, Ausdauer. Vitalität, ja, scheint ein bisschen weniger zu haben. Wir schauen mal. Ausdauerwiederherstellung. Das Problem ist derzeit, ich weiß nicht, ob sie es gefixt haben, ich glaube es aber nicht, dass deine Kondition extrem schnell runtergeht. Ja, wenn du jetzt hier einen harte Schläge machst und die regeneriert sich dann dementsprechend auch nicht mehr richtig. Der Gegner, der macht einen Powerschlag nach dem anderen und das regeneriert mega gut. Also der hat kaum irgendwie einen Malus dafür, dass er dir so viel einschenkt, ne? Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gefixt haben, aber wir werden das sowieso mal ein bisschen gediegener angehen. So. Merkmale. Volle Lotte Punches. Wenn du eine Kombination aus Punches anbringst, steigt der verursachte Schaden um 3% per Punch. Ja, da hoffen wir mal, dass er keine Kombination macht, wa? Ab Runde 8 stellst du 20% weniger Ausdauer her. Wir müssen es nur bis Runde 8 schaffen. Bloß, ne, da sind wir wieder bei CPU. Inwieweit spielt das eine Rolle mit der Ausdauer, ne? So. Okay, 174 LB. Konventionell. Aus 20. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, hauen wir ihn um. Ich werde es jetzt mal versuchen. Ich mag so diesen Freiluft Gedöns hier, ne? So sieht's aus hier. Ich weiß nicht. Empire Pro Fight Camp Night. Ich weiß nicht, wo das ist. Es sieht aber sehr stimmig aus, wie so eine italienische Kleinstadt, ne? Wie so ein kleines Dörfchen. Perfekt. Okay, fortgeschritten, Gelegenheitsspiel, damit unsere Anzeige auch da ist. So, wir machen, würde ich mal sagen, 10 Runden. Ab Runde 8, ne? So, drei Niederschläge-Regel. Das heißt, wenn du dreimal innerhalb von einer Runde niedergeschlagen wirst, ist der Kampf vorbei. Rettung durch Glocke. Ja, in der letzten Runde. Nee, ja. Relative Zeit, Schadensmodifikator, Ausdauermodifikator. Ich weiß nicht, ob sie es gefixt haben. Wir können mal gucken. Gut, dann würde ich mal sagen, das haben sie halt noch nicht gefixt. Was ich gesagt habe, deswegen machen wir den Ausdauermodifikator auf 0,5. Weil das ist dann fair, weil der Gegner kloppt auch auf mich drauf. Warum hat der am Ende mehr Ausdauer, ne? Da kloppt ja mehr als ich und habt am Ende mehr Ausdauer als ich. Deswegen. Los geht's. Mal schauen, ja. Käffchen. It is nighttime and we are live outside at the Empire Fight Camp. My name is Todd Grisham. Alongside me, former world champion Johnny Nelson. Das 20 Zentimeter Kleber. You've heard of people dancing underneath. Los geht's. Gott, wie ging denn das nochmal? For this all-action affair, we expect big things and I don't think we're going to be disappointed. Warte mal. Another scoring shot there. Oh, okay. Vorsicht, Vorsicht, ne? He takes that jab. Ah, das wollte ich machen. Got out of the way that right hook. Schon wieder Ausdauer, ne? Da kommt halt angeflitzt, der Typ. Ja, Körpertreffer, Körpertreffer, Körpertreffer. Und dann Powerschlag zum Körper hin. Man munkelt. Ja, das trifft nicht ganz.
Ah, da war der. Uiuiui. Ja, guck mal, der haut übelste Powerschläge raus. Verbraucht, also mein Gegner, aber der verbraucht dafür so gut wie gar keine Ausdauer, ne? Das finde ich schon komisch. Zu früh. Ich bin der Typ mit den Körpertreffern. Wollte man eine richtige Serie von Körpertreffern drauf machen? Oh. Ja, also wenn ich mich klein mache, das scheint schon den schon ein bisschen zu nerven hier, ne? Naja, da weiß nicht so richtig, wie er an mich rankommt. Da kommt immer wieder an hier. Oh, jetzt hat er mir eine gewinkt hier. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. This fight could not be any closer, could it, Johnny? It's too hard to split. Do you listen to your head or your heart? Ja, also wir werden jetzt im Gesicht jetzt nicht so viel Schaden verursachen wie im letzten Video. Aber wir wollen ja auch ein bisschen mehr Körpertreffer setzen, ne? Muss aufpassen, wenn die Ausdauer runter ist, das sieht übel aus. Oh, wir müssen weg vom Ringseil hier. Das ausgewichen, ne? Ja. Very smart, very sharp. This is a fit young man style that he's got to get inside that long reach. Not many fighters can do that. Wir können ja auch klammern, aber noch kannst du da jetzt nicht hier irgendwie schlagen oder sowas oder schubsen. Aber das bauen die auch noch ein. Also man kann klammern. Moment, ich versuche mal ja den noch zu erwischen. Und da verliert der Gegner Kondition. Warum auch immer? Kuscheln. So, genug gekuschelt. Geht's wieder auf den Banst hier. Boah, schöne Kombi. Ja, man merkt aber auch, ne? Also ich habe hier mit der Reichweite ganz schön. Ne, ich muss den rankommen lassen. Nützt ja nicht. Aber wir machen schon ein bisschen Schaden, ja. Muss immer mal so zwischendurch. Ah, shit. So einen Power-Schlag machen. Jawoll. Ja, schon mal damit gerechnet, dass wir da was von unten gönnt, hä? Aber nee. Ich muss auch aufpassen, ja, ja, ja. Der hat auch ein bisschen mehr Kraft, ja, der Typ. Ja, Körper hier, der ist schon. Oh, ich muss aufpassen, ja, nicht, dass ich hier auch auf den Wanz kriege. Ja, schön. Ja, das sind ein paar Zentimeter mehr Platz hier. Oh, shit. Schwein gehabt. Jetzt hat er uns beinahe gekriegt.
so important. The referee's gonna do his fight right. He's gonna judge his right. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr auf unsere Deckung aufpassen. Ja, ich treffe halt nicht so oft, ne? Ja, der ist einfacher. Muss halt auch ein bisschen Punkte sammeln hier, ne? Ja, immer nur auf den Wanz hauen. Nicht. Es ist auch genau in meine Faust reingerannt, der Udo. Ja, der revanchiert sich gleich. Ja, Körpertreffer haben wir schon einige gesetzt hier, ne? Das scheint ihn schon ein bisschen zu beeindrucken. Er scheint mich immer zu versuchen zu zwingen, die Deckung nach oben zu nehmen. Was war denn das jetzt? Wieso? Wieso ist das jetzt weg? Hä? Hate quit von der KI? Das ist ja Phase. Ich hab gewonnen. Naja, jetzt lädt das ewig, aber... Was ist jetzt los? Wieso ist es abgestürzt? Ich muss mal recherchieren. Ja, ich musste das jetzt mit Alt und F4 beenden. Der Computer hat das virtuelle Handtuch geworfen. Nicht mal zwei Runden durchgehalten. Wieso gibt's hier keine Einstellung? Hauptmenü? Achso, hier. Ich muss gucken, hier hab ich irgendwas vom... Nee, ich hab gar nichts gemacht. Okay, doch, das hab ich ausgemacht. Vielleicht soll ich das wieder anmachen. Ultra, hoch. Texturauflösung. Vielleicht soll ich das mal runterstellen? Vielleicht ist das einfach nur damit überlastet. Ja. Übernimm's doch einfach. Ich hab hier eigentlich aber nicht verändert. Verbunden, ja, ich sehe es. Scheiße, verbunden. Barrierefreiheit. Ich muss ja nicht alles verstehen. Ja, Bantamgewicht, Federgewicht, Leichtgewicht, Weltergewicht, Mittelgewicht, Halbschwergewicht, Cruiser, Schwergewicht, Leichtgewicht, das sind die Mädels, Weltergewicht. Auch die Mädels. Das war jetzt komisch. Dann nehmen wir jetzt wieder den Rohkohl. Den hat man vor uns zwar nicht, aber jetzt nehmen wir den. Also ich habe jetzt vielleicht ein Dutzend oder, ja, sagen wir mal, fast zwei Dutzend Kämpfe gemacht. Nie ist irgendwas abgestürzt. Irgendwas haben die da wieder rumgepöbelt. Also ist ja immer so bei dem Fix, ne? Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Ah, muss ja ganz schön einstecken, oder? What a punch. Da merkt man auch, ne, der Gegner, der haut nur solche Powerschläge raus, verliert aber so gut wie überhaupt keine Ausdauer. Das muss ich dann mal testen, wenn ich das dann wieder auf normal einstelle, ob das gefixt ist oder ob das noch genauso ist. Weil jetzt haben wir ja das extra so eingestellt, dass wir hier so gut wie keine Kondition verlieren oder Ausdauer.
you can hear people jeering, saying how good you are, saying, do not dance their dance. Schon mal gemerkt habe, man muss nicht unbedingt ständig die Deckung aufrechterhalten, ne? Nur wenn der Gegner zum Beispiel eine Serie an Schlägen lostritt. Ich habe mir da auch mal ein paar echte Boxkämpfe angeguckt, also machen viele so. Counterpuncher is going to wait for you to move. Very close round with 10 seconds to go. Ja, hoffentlich bricht das jetzt nicht wieder ab. Ja, ich habe gar nicht geguckt. Ich habe das Löbe gar nicht eingestellt hier mit der Runden. 2 von 12, alles klar. Und ich habe mir auch gar nicht angeguckt, was der für Schwächen hat hier der Gegner. In seiner Bewertung. Hätte ich vielleicht auch mal machen müssen. Oh, hier, guck mal, das sind nur Powerschläge, ey, der Arsch. Und der verliert so gut wie Kind. Na gut. Ja. In der Einstellung hier. Ich muss das mal testen. Da haut so viele Powerschläge raus. Nee. Zum Glück ist unser Gegner recht zahm. When we talk about a fighter having power, don't just look at the head punches they throw, look at the body shots. That can be the real difference. You've got to be courageous when you get in there with someone that's bigger, stronger and faster. You've just got to use brain. Ja, Körper ist schon ganz gut runter hier bei denen. Irgendwas haben die auch an der Steuerung verändert bei dem Entdecken oder so. Kommt mir so vor, oder? Ja, die Deckung haben sie irgendwie verbessert, ne? Boah, ey, da muss er ganz schön kassieren, ha? Getrickt. Oh, wir haben schon eine Schwellung rechts und links, ja. Aber das macht nichts. Uns geht's gut. Er hat doch gelacht hier. Die sind aber auch manchmal echt wie die Schmeißfliegen, ja? Die gehen auch nicht zurück hier so richtig, ja? Die halten keinen Abstand. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, ne? Egal. Die meisten rennen einfach in dich rein. Also die halten noch nicht viel davon, da mal ein bisschen rumzutänzeln oder Abstand zu halten. Die rennen quasi freudestrahlend in deine Schläge rein. Wie jetzt. War nur da zu stehen, zu warten, bis er da ist. One of
fighters is starting to run out of gas. What do you do as a fighter when you just... Guck dir das an, nur Powerschläge. Can they change? Can they slow the pace down? Can they hope to knock them out early? What can they do? They've got to concentrate and relax. Because you know what you can do in the gym, you can do it in a fight. They've got to relax. Nice exchanges from both men in this round. Not a lot of punch output. Thought there would be some more action here. Also eins habe ich auch mal gemerkt, die das Blocken funktioniert besser. Vorher sind viel mehr Schläge durchgegangen. Aber mittlerweile blockt der auch besser. Gotta let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. Wenn er blockt. Wenn du blockt. That uppercut doesn't land. See the great equalizer in boxing, but when you know your opponent is relying on that so heavily, how do you deal with it? It's the one who draws first blood, Todd. That's what you've got to look at. If you hit and you know you're in there with a banger, you've got to be on it, but you've got to be confident. Ich krieg immer den letzten Schlag. Who's winning this fight right now? I have no idea. So important, the referee's got to do his fight right. Aber ich mache nicht genug Schaden bei dem, ne? Also, aber ich habe bis jetzt jede Runde gewonnen. Wir müssen ja nicht immer auf den K.O. gehen, ne? Muss ja nicht sein. Wenn die merken, dass die Kondition von einem runter ist, da kommen sie an und da knallen sie dir extra noch eine rein. Da wollen sie es zu Ende machen. Zu viel vorbei. How nervous would you get when you know you're facing a big puncher like this guy that can seriously hurt you? Sometimes when you get in there with someone that's so powerful, you gotta think of him. You just gotta be smarter than him. You gotta be like a little fagin, a big bucket on. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. And he misses with that jab. And he just misses with that jab. Ja, mal rumschubsen hier, ne? Geht auch. Than two pages in a book, Johnny. That was super tight. I dread being a judge. Ja, mal gucken, wie weit das läuft ja mit unserer Taktik, mit den Körpertreffern. Das ist eine richtig schöne Serie abreißen hier. Hey, those punches add up. With that left jab. Bringt jetzt auch nicht hier ständig auf seine Deckung aufzuhauen, ne? Muss mal ein bisschen mehr mich auf die seine Schwächen konzentrieren, ne, wenn er aufmacht. There's no doubt that this fighter's power can change the fight around in an instant. You can't afford to make one single minor mistake. This could be really intimidating, Todd. If you know somebody's got the punch power, someone's got the speed, someone can take you out with a simple jab. It can be intimidating. Just depends on how confident you are as a fighter.
nice veteran move here to hold on to his opponent to slow down the momentum. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, der Ausdauer mehr, ja. Quick punch scores. This fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed as they continue to walk through all these power shots. Work the body, frustrate them, take the mind off the chimp. Ja, wir haben uns jetzt ja fast nur darauf konzentriert, auf den Körper zu gehen. Also den K.O. und das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Dann hätten wir den ein bisschen eher am Face bearbeiten müssen. Schön Leberhaken, das wär's jetzt. Someone with the hand speed that this fighter possesses, how do you deal with it? I've never seen a fighter so fast in my life. How do you deal with it? You gotta hope. Da rennt aber auch in mich rein, hä? Unglaublich. Ah, da klammert nicht. Das habe ich mal gemerkt. Die Gegner, die klammern nicht. Wenn die mal so kurz vom K.O. sind oder sowas, aber wenn sie extrem müde sind, da klammern sie nicht, ne? Renn weg! Ja, vor allem renn weg. Wohin denn? Aufs Klo. Oh. The training scenes, the gym work, that's what it all boils down to. Who's gonna have more endurance? Ein bisschen Luft holen, ja. I don't know which fighter is winning this bout. It's too hard to split. Do you listen to... Meine Schwellung geht schon wieder ein bisschen zurück. Ah. Anscheinend haben wir bis jetzt jede Runde gewonnen. Also jedenfalls ist der Ringrichter der Meinung. Das war seine Bewertung, die jetzt hier da drin war. Zu sehen war. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. Oh. He went down so hard. Oh. There is no way he's gonna beat this count. Be staggering. Wie ist denn das passiert? 3, 4, 5, 6. Was war denn das? Glückstag. Ja, die Runde, die werden wir jetzt wohl nicht mehr gewinnen. Aber scheiße. Scheiße, Körper. Körpertreffer, was für eine Taktik, ne? Na gut, die Taktik an sich ist ja gar nicht mal so verkehrt, aber... Wenn man sich natürlich so oft treffen lässt... Ah, wir müssen hier in Bewegung bleiben, das nützt ja alles nicht. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht mehr so oft treffen lassen. Bisschen mehr auf unsere Deckung achten. Also wir können jetzt eigentlich auch... Na, ich meine, das ist die 7. Runde, ne? Also hier kann noch alles passieren, ne? Aber wie war das? Das war der andere, ne? Ab der 8. Runde, dass er da Ausdauer nicht mal so schnell regeneriert. Das war der andere Gegner gewesen. Bei dem wissen wir nicht, was hier seine Schwächen sind. Da hätte ich vorher mal gucken müssen. Ja, er ist nicht abgestürzt. Scheiße. Das war nicht so gut gelaufen. Ja, also wenn wir die Runde, die haben wir eh schon verloren. Hätte ich vielleicht ein bisschen Abstand suchen. There's the bell for round 8.
Ah, nicht, dass sich hier das Blatt noch wendet, ne? Eieieiei. Da geht jetzt nur noch auf den Körper, ey, hab ich den Eindruck. You hear people talk about a boxer's chin. Do they have a good chin? Do they have a glass jaw? Those are questions that are being answered here tonight. Todd, you know what? Sometimes when a gun in the ring will fight like that and you punched him. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, ja. Das kann sehr schnell hier vorbei sein, ja. Fighter willing to sit down on these punches. They're arm punches. They're scoring, but they're not going to hurt anybody. Got him with a left jab. Uiuiui, das sieht nicht gut aus, ja. Ich muss mich unbedingt mal ein oder zwei Runden hier ausruhen. Neither fighter willing to sit down on these punches. They're close round with 10 seconds to go. Ah. Ja, wir haben uns wieder zurückgefightet. Boah, Alter, was war das für ein Bums, ey. Da erwischt er mich eiskalt. Unglaublich. Unglaublich. Das war übel. Das hätte ganz böse ausgehen können. Aber ansonsten, ja, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Hat er auch. Komm ran an die Mutti. An die Bärtsche Mama. Ja, jetzt passt er aber auch noch auf seine Deckung auf. Das ist gar nicht gut. War nicht seine linke gut hier von Alvarez? Ich weiß es nicht. Ich will raus. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich darf jetzt nicht mehr zu viele Schläge oder Schlagkombinationen machen. In der 8. oder 9. Runde ist so nicht mehr so viel Power hier. Ja, nicht noch einmal in so ein Ding reinlaufen, Junge. Ganz dumm. Ja, der darf bei mir reinlaufen. Er rennt bei mir offene Türen ein. Na, hoffentlich nicht. Hörst du. Oh, jetzt hier Schlagabtausch. Komm, laufe hier, sonst knallt sie ja gleich wieder hin. Das ist wie beim Überraschungsei. Jeder Siebte trifft blöd. Ach, da ist der hier vom Powerschläge rausbumst, der Typ. Und da geht kaum Ausdauer weg, ja? Und bei mir, da zieht es gleich erstmal ein Drittel ab. Er trifft doch mal! Schattenboxen oder was? Ich muss mal ein bisschen versuchen. Da kriegt er eine rein und dann schwankt er erstmal eine Sekunde hier. Das meiste geht hier halt auf die Deckung, ja? Das ist wieder ineffektiv. Heftig. Ja, aber laut Schiedsrichter sind wir vorne. Das heißt nicht. Die Punktrichter können das wieder ganz anders sehen. Hui! Shot combination before you even let one up. That creates frustration, and that's when it gets hard. Ich war nicht genug Schaden. Ich hatte nie Schaden. Aber alles in allem halten wir uns ja ganz gut, ne?
mal so richtig schön den umhauen oder sowas. Ne? Ja, man kann nicht jeden umhauen. Wäre auch blöd und langweilig, wenn du in jedem Kampf hier K.O.-Sieg hast. Das ist doch schon ein bisschen unrealistisch. So, jetzt letzte Runde. Gehen Absturz hier, bitte schön. Interested in throwing one shot at a time. They throw combinations and they throw them non-stop. What you've got to do, Toddy, is anticipation. You've got to wait. You've just got to throw caution to the wind and just hope. You're never going to know where the shots are coming from. You just got to put in a guess. Perfect punch. Ja, komm mal zu. Ja, mach mal. Mach mal deine Ausdauer runter. Ja, da müsste ich aber auch mal treffen, ne? Perfectly timed uppercut. Shit hier. That one will count. Vielleicht sollte ich ihn erstmal an mir abreagieren, hä? Lassen. You hear that old phrase, second win. You've got to find it somehow. Oh, da ist durchgekommen. Can they figure out the combination to this safe? Big hook thrown, but it doesn't connect. Ja, da will es. Er hat mehr Kondition als ich, ne? Aber ich habe auch weitaus mehr zugeschlagen. Das haben wir bestimmt gleich in der Statistik sehen, ne? Those punches add up. Oh, ich hab keine Power mehr. Ich muss mal weg. Tschüss. Oh, der trifft mich, ey, mit dem scheiß Uppercut. Ich muss doch mal die Richtung wechseln beim Löwen hier. One of the best attributes to have in boxing has nothing to do with boxing. It's how well you can take a punch. Naja, guck mal, ja, wer es versucht, ja? Nice veteran move here to hold on to his opponent to slow down the momentum. Hell, wie unfair, ich alte Sau. Ja. Obwohl wir runtergegangen sind, ey, mal, das war schon heftig. Guck mal hier, das, irgendwie ist der Optik-Jung noch nicht so ganz fit. So, schauen wir mal. Ja, wir haben alles in allem gewonnen. Ne? Ein paar Runden haben wir verloren. Also eine Runde haben wir definitiv verloren. Das war die siebte Runde. Da sind wir ja, also sind wir ja kurzzeitig K.O. gegangen. Da hatten wir, da gibt es ja halt nur 8 Punkte. Ansonsten bis auf den mittleren haben wir eigentlich in jeder Runde gewonnen. Also bis auf den mittleren Schiedsrichter. Ne? Ja, aber wir hätten nur so alles gewonnen. Ja. Oh, Alter, guck dir das an. Ich habe 1980 Schläge gemacht. Davon sind 929 reingegangen, also 47%. Der Gegner hat knapp die Hälfte davon gemacht. 449 sind reingegangen von 764. Aber also an meiner Trefferquote muss ich definitiv arbeiten. Ne? Das Problem ist einfach nur, dass die Gegner pauschal immer auf mich zugelaufen kommen.
Ja, du kannst dich richtig taktieren. Das geht nicht. Die rennen pauschal auf dich zu. Nicht immer, aber meistens kuscheln die sich regelrecht an dich dran. Das sind nicht die Fixen. Meistens zänteln sie ja so anderthalb, zwei Meter immer so umeinander rum, ne, nähern sich an. Und dann werden Zärtlichkeiten ausgetauscht, ne? Aber die meisten Gegner knallen sich richtig, kuscheln sich richtig an dich ran. So. Ja, es war mal wieder ein sehr interessanter Kampf. Ich frage mich, warum das vorhin abgestürzt ist. Ich hoffe, das war bloß ein einmaliges Erlebnis, auf das ich verzichten kann. Gut. Ja. Auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen was gelernt. Wenn du jetzt jeden Boxer einzeln ausprobierst, dann wirst du merken, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ja, das ist nicht so, dass du jetzt sagst, ja, ich habe jetzt hier einen großen Boxer und dann beim nächsten Kampf, dann nehme ich wieder einen großen Boxer und haut den dann genauso K.O. und hast du nicht gesehen. Das funktioniert nicht, weil jeder ganz spezielle Eigenschaften hat. Also schon alleine, wie sie sich bewegen und sowas, ne? Und ich habe das ja auch schon gehabt, dass einige sehr langsam eher zuschlagen und einige eher schnell. Und das nutzen die Gegner oder versuchen es auch auszunutzen, ne? Also die KI, die ist zwar ganz okay, aber sie funktioniert halt auch noch nicht so hundertprozentig, ne? Also die Gegner kommen eigentlich auch immer viel zu dicht an einen ran, selbst wenn sie, die rennen quasi in deine Faust rein. Also die kriegen voll eins in die Rübe und dann kommen sie wieder auf dich zu. Also ohne da vorher jetzt erstmal so sich ein bisschen neu zu sortieren, ein bisschen zu tänzeln, erstmal so ein paar Sekunden wieder neuen Fokus zu bekommen, die rennen direkt dann auf dich zu. Ne? Aber die halten auch keinen Abstand. Ne? Und das macht im Grunde genommen die Reichweite, die du ja hast als Boxer, ne? Macht das eigentlich irrelevant. Weil es spielt keine Rolle, wie groß deine Reichweite eigentlich ist. Jetzt hat man es ja mal gesehen, da spielt das schon eine Rolle, wenn ich jetzt ein kleinerer Boxer bin. Aber die anderen, also die KI, die kommt immer auf dich zu. Also du kannst sie auch nicht auf Abstand halten dann. Selbst wenn du einen größeren Boxer nimmst, du kannst sie nicht richtig auf Abstand halten. Naja, mal gucken. Wir werden das im Auge behalten. Bis dann sage ich danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.